Willkommen zurück zu Divinity Original Sin 2. Wir befinden uns in Arx, haben es mittlerweile geschafft, die Stadt zu erreichen und werden uns dort jetzt mal ein bisschen umschauen. Und wenn ich mal auf die Karte schaue, oh mein Gott, was ist hier oben los? Ich hoffe, das sind alles normale, nicht ansprechbare Gefährten. Wobei, da vorne habe ich schon jemanden gesehen, Bella die Kelle. Aber was sind denn da oben für viele Punkte? Na gut, also Bella, die Kelle habe ich als erstes entdeckt. Deswegen sprechen wir gleich mal mit ihr. Und sie hat offenbar auch was zu sagen. Hey, hey, hey! Lucian's Day arrives! Hopeful pilgrims take the path of blood! Anmerken, dass das gefährlich klingt. Not if you're without sin, it isn't. Hear ye, hear ye! Voidwoken attacks increase! Citizens warned to be alert! Ernst nicken, die großen Lernerwachten werden natürlich durch Wachsamkeit besiegt. Fragen, was sonst noch so geschieht. Hear ye, hear ye! Trouble brewing in the ancient empire! Dallas strengthens border defenses! Besorgt die Stirnrunzeln und fragen, was noch geschieht. Hear ye, hear ye! Können wir wahrscheinlich jetzt eine halbe Stunde machen. Magister's colluded with Blackring! Paladin's clean house! Ein Kichern unterdrücken, fragen, was sonst noch so geschieht. Hear ye, hear ye! Kraken sighted at sea! Several ships missing! Anerkennen, pfeifen, fragen, was sonst noch so geschieht. Hear ye, hear ye! Queen Justinia confronts rebel factions! Dwarven royal stands tall! Über die Zwerge und ihre albernen Intrigen lachen, fragen, was sonst noch so geschieht. Der Kleinen sagen, dass sie in der Schule sitzen sollte. She sticks her tongue out at you, then gets back to work. Lord Kems Paladin's back in charge. Anmerken, dass du womöglich eine andere Definition von am Ruder hast. Brave Dwarves party on! Über die Zwerge und ihre Liebe zum Alkohol den Kopf schütteln. Hear ye, hear ye! Cranley Hubert publishes latest edition! Neueste Ausgabe! Wow! New book already out of date! Anmerken, dass Geschichte ständigen Wandel bedeutend. Fragen, was noch geschieht oder geschehen ist oder vielleicht geschehen wird. Hear ye, hear ye! Suspect in Alexander murder found dead in Driftwood! Keine Miene verziehen! Wir haben es geschafft, Mensch. Oh, doch nicht. Ah, okay. Jetzt geht's wieder von vorne los. Na gut, wir schauen uns mal um. Vorrangiges Ziel ist ja die Kathedrale. The elf stands in front of a cart displaying various sundry. Don't fret, my friend, and don't falter. You needn't call to Lucian for succor, for I am here to answer your purchasing prayers on this day of celebration. May the gods watch over. So, wir verkaufen alles mal. Das Zeug auch hier. Hat er irgendwas Gutes? Ich werde jetzt nicht nochmal hier alles durchschauen. Die ganzen Waffen und Zeug, da sind wir ja dann noch ewig beschäftigt. Ich will nur einmal ein bisschen Geld sammeln, falls wir nochmal Geld benötigen. So, ich gehe jetzt einfach mal hier quer durch. Ein betrunkener Bürger. A well-dressed dwarf woman lies on the cobbles, giggling drunkenly to herself. Anmerken, dass sie zu gut betucht ist, um eine obdachlose Trinkerin zu sein, und fragen, was sie zugestoßen ist. I wish I was bloody homeless, then I'd be home already. No, I was at a wedding. Burgers kicked me out, said I was causing a scene. Nach der Hochzeit fragen. Usual fuss. The groom's a local alchemist, marrying the daughter of some big shot merchant. Fragen, wie sie eigentlich zur Hochzeit gekommen ist. Ist sie eine Verwandte? They'd hardly kick out their own flesh and blood, would they? I barely know any of them. Friends of business acquaintances. Fragen, ob du die Einladung haben darfst, wenn sie sie nicht mehr braucht. Eh? Now,
Why would I do that? Lächeln und sagen, dass der Gefallen nicht vergessen wird. Vielleicht kannst du dich noch mal erkenntlich zeigen. Fine, fine. Take the bloody thing. Now, off with you. I can feel a void walking of a headache coming along. Okay, wir haben eine Hochzeitseinladung. Für was auch immer die ist. Die können wir nicht lesen. Schade. First wedding I've missed in days. Was haben wir denn hier oben noch? Zunderschwamm. Gut, ich schaue gerade mal, ob ich hier irgendwo sehe. Kems Anwesen, Schwarze Haus, aber nichts mit der Kathedrale oder so. So, dann gehen wir jetzt einfach mal ein bisschen hier in Arx spazieren. Königlicher Beschützer. Geht's hier denn hin? Move along there. Move along. Nothing to see here. Fragen, was dahinter vor sich geht. None of your concern. If you've got business here, go to the main entrance around the corner. Otherwise clear off. Okay, um die Ecke herum. Okay, jetzt gibt's ja auch noch Wölfe. Clear off. Need to keep the way clear. Kichern und fragen, ob er seine Flucht plant. Ain't no getaway happening here. And if there is, I am involved. Get it? Fragen, wer es so eilig hat, wegzukommen. Ain't no one going nowhere, far as you're concerned. Now clear off, you're in the way. Dem Wolf sagen, dass du kapierst. Good. Now clear off, you're in the way. Clear off. Oh. Das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte mal hier reingehen. Wir können das knacken, das ist nicht rot. Under lock and key. Stufe zu niedrig für Schlossknacken. Seit wann ist denn das passiert hier? Gott, oh Gott, gibt's hier viel Zeug. So, hier gibt's Käse. Geheimnisvoller Käsehändler. Well, hello, handsome. Care to hear about the power of cheese? Sehr gern. I've got wheels and rounds and blocks and rolls and possibly more. But my wares are nuanced, with undertones of something rare. Fragen, was ihr vorschwebt. She looks you up and down, then... What's on my mind? Why, texture, maturity, taste. But most of all, I'm wondering what tickles your fancy. Looking at you, I think it may be power. Am I right? Jetzt absteigen, du bist einfach nur ein Kunde, der Käse mag. Well, I may have misjudged you, but I can help you. I can fulfill your cheesy desires. Wunderbar. The pleasure. Hätten wir da jetzt was anderes antworten müssen? Na toll. Can I offer you something special? Wir probieren es nochmal. What's on my mind? Am I right? So I have not misjudged you. Now, we've established how you feel about power. How do you feel about law, specifically laws relating to property and the acquisition of goods? Wir sagen, dass du dir deine eigenen Gesetze machst, wenn sie versteht, was du meinst. Oh, Überredung 4 benötigt 5. Look, I'm just trying to sell cheese here. Von uns hat doch einer 5, oder? Der Rote Prinz hat doch Überredung 6 sogar, dann spricht jetzt der Rote Prinz mit dir. Well, hello, Hans. She looks you up and... What's on my mind? Am I right? So I have not misjudged you. So, wir sagen es ihr nochmal. Ihr sagen, dass du dir deine eigenen Gesetze machst, wenn sie versteht, was du meinst. A glint appears in her eye, and she smiles. Then she raises her hands and shows you her rings. Perhaps this is the power you seek. I've been waiting for the right customer to come along for these, but I warn you, power doesn't come cheap. Even for someone as attractive as you. Fragen, wo sie an diese ungewöhnlichen Waren gekommen ist. I have my little helpers, here, there and everywhere, who bring me things that they have found. After all, no one has as many friends as an elf with many cheeses. Fragen, ob sie gestohlen sind. Are they stolen? Darling, what power isn't? Sie bitten, mit dir zu handeln. The pleasure was mine. Ah, okay, jetzt gibt's quasi mehr Sachen. This is
Können wir irgendwas gebrauchen, Jägersmann? Hä? Wir sind ja schon so gut ausgerüstet. Mittlerweile. So, dann gehen wir mal hierher. Bürger. Können wir da einfach mal reingehen in so ein Haus? Was ist das für eine riesige Stadt hier? Ich dachte, das Spiel ist jetzt vorbei. Notizen? Wer sitzt denn hier? Sanguina. Don't try telling me you just wandered in here by mistake. The proprietress gives you a sweet smile. You look like someone who's ready for business. You look like someone with an eye for the main chance. You look like someone who needs an investor. Fragen, was dir vorschwebt. I knew it the moment you walked in here. Here comes an enterprising fellow, I said to myself. Here comes a man who could take a sum of gold and turn his mind to turning a profit. I can see it in your eyes. Whatever you're up to in the fine upstanding city of Arx, jewel of Lucian's blessed domain, I'd like to back you, financially speaking. But be warned, I demand security. You must make a deposit. And I always recover a debt. You understand, I'm sure. Sie bitten, mit dir zu handeln. Will there be anything else? Was haben wir denn hier? Unverzierter Gürtel, Herzensgrund, eventuell für die Lose was? Ah, da haben wir 5 Intelligenz jetzt schon. Smaragdhalskette, ne. Nö, wir sind wunschlos glücklich. I bid you. She smiles, her sweet smile, dips her head in farewell and turns away. Wir können uns ja noch ein bisschen hier umschauen. Huch, wir machen doch gar nichts. Oh, die Tür war rot. Das tut mir leid, jetzt sind wir aber schon mal da. Hier war nämlich irgendwo eine Katze. Weirdos in the cellar chase me away. You believe that? I don't. And I tried my best purring and my best meowing. I even did the slink thing against their legs. No luck. Was im Keller sind da welche? Ich sehe hier keinen Keller. Ein prachtvoll eingerichtetes Haus, aber keine Kellertür. Na gut. Wir haben jetzt auch keinen Auftrag hier, deswegen machen wir uns mal auf den Weg. Jetzt schauen wir uns mal hier um. Das geht eigentlich so groß, ist es jetzt gar nicht. Wir werden jetzt nicht mehr alle Ecken hier durchsuchen. Das würde einfach zu lange dauern. Und wir wollen ja auch vorwärts kommen. Jetzt gehen wir mal hier rüber. Was ist das denn hier? Good Council School, temporarily closed. Die Schule des guten Rates. Several bystanders are suddenly engulfed by smoke and flame. Flesh melts, bone reshapes, black eyes glare and fanged maws hiss sulfurously. Okay, was ist jetzt los? The doctor sends his ill wishes. You killed his advocate. Oh. Now you must pay. Da schau her. 4 Stück. Oh, die machen aber viel Schaden hier. Fane ist jetzt auch noch verflucht. So, am besten erstmal hier hochspringen. Das sind nämlich 2. Und kontaminieren. So, wir haben hier 2 Nahkampfkämpfer. Das ist schön, dass er jetzt hier hochkommt. Ah, Quellenvampirismus. Die Schweinebacke. Dann musst du erstmal hier aus dem Feuer rausgehen. Thank you.
Und wieder auf die Lose. So, Lose geht auch raus. Ah, Gelegenheitsangriff. Lose geht raus und kümmert sich auch um den. Oh, können wir den, Moment mal. Können wir den hochteleportieren? Hierher. Dann springen wir nämlich mit dem roten Prinz auch noch hoch. So, globale Abkühlung. Ja, wirkt nur auf Gegner um uns herum. Regeneration brauchen wir aktuell noch nicht. Die Lose hält noch durch. Kann jetzt momentan nichts mehr machen. Eine Schnecke hätten wir noch wirken können. Aber egal. Ah, wie der sich wieder teleportiert. Und er hat die Säcke hier verflucht. Okay. Wir springen. Erstmal. Gleich hier hoch. Ah, die halten schon ganz schön viel aus mittlerweile. So, panisch blockiert. Wer ist hier jemand panisch? Oh Mann. Der rote Prinz ist panisch. Sehr ärgerlich. Was können wir denn da noch machen? Wir können ihn umwerfen, können wir noch nicht. Wirbelwind. Wir machen nicht wirklich viel Schaden. Unglaublich, wir machen ja überhaupt keinen Schaden. Okay. Fane ist jetzt auch noch panisch. Wir haben einen weiteren Mitkämpfer. Das ist schon mal sehr schön. Der gleich mal verfehlt. Eieiei. Oh, die Lose stirbt gleich. Shit. Okay. Das ist jetzt schwieriger als gedacht hier. Was ist hier denn los jetzt? Ah, da müssen wir ja sämtliche Tricks aufwenden, offenbar. So, du musst wieder mal aus dem Feuer. Oh, bewegen nicht möglich, verkrüppelt. Ifans Seelenwolf kostet uns 3 Punkte. Dann können wir halt nicht schießen. Ich würde aber schon ganz gern schießen. Wahnsinn. Selbst der Ifan macht unglaublich wenig Schaden. Oh oh. Die Lose ist gleich tot. Lose kann sich vielleicht selbst irgendwo wegteleportieren, anschließend irgendwie super heilen. Regeneriert magische Rüstung, regeneriert Lebenskraft. Da müssen wir das machen. 2 Punkte und teleportieren. Können wir uns nicht irgendwie, wenn wir uns teleportieren, machen wir nämlich Schaden. Was ist denn die Teleportation? Hä? Bin ich jetzt blind? Blendende Strahlen für eine Runde wäre auch ganz gut. Wieso habe ich denn jetzt hier teleportieren nicht mehr drin? Wir haben doch Teleportation. Ah, da war's. Was? Wieso habe ich schon teleportiert? Nein, ich habe schon teleportiert.
Okay, dann machen wir das blendende Strahlen auf uns selber. Kostet uns 2 Punkte. Dann können wir uns immer noch heilen. So, einmal Dampflanze. Oh, das gilt nicht für uns. Wie blöd. Ah. 2,7. Wir machen hier wie viel Schaden? 2,3, 2,6. Okay, dann machen wir das und ja, die Lose wird dann wahrscheinlich jetzt sterben, aber die macht jetzt richtig viel Schaden. Retreat! Retreat! Open the rift! Oh, was? Wie gemein! Das war offenbar so gedacht, dass wir hier, dass die so stark sind. Und dass die dann hier sich zurückziehen. Das ist ja gemein. So, jetzt müssen wir erstmal die Lose zurückholen. Die Arme. Das war ja jetzt ein heftiger Kampf. Wahnsinn. Okay, wir gehen hier trotzdem mal ein bisschen rundum. Ich speichere noch ein bisschen. Wir heilen uns nochmal. Wenn wir hier rüber gehen, dann kommen wir hier hinten rum. Wir gehen erst vorne rein. Jetzt haben wir schon die volle Aufmerksamkeit. Das ist ja hier eine Schule offenbar. Verstörter Bürger. Can you believe this school was teeming with students just a year ago? Everything changed so fast. And it's the kids that suffer. Na dann, klopf, klopf. Ein Buch gibt's hier. Vielleicht steht da was Neues drin. Appell 22. Rubren 1241. Abwesend, 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 abwesend. Alle abwesend. Been a while since any new students were registered here. Not that this comes as any surprise. Just look at this place. Da läuft aber noch ein Kind herum. Das wurde wohl vergessen. Der Bobby! Schön, schön. Ach, hier geht's gar nicht weiter. Da wurde offenbar was. March for Lucian, Flicker Imps. He will guide us there to the Star Hall. Macht hier Beschwörungen. Ganz gemeine. So, hier sind wir quasi am Ende angekommen. Echsenbürger ist hier. Wir gehen mal hier rein und schauen mal, was die Dame hier zu sagen hat. Da müssen wir zuerst noch den Weg freiräumen. Hier wird gestapelt. Oh, höher geht leider nicht. So sieht's aus. Was haben wir denn hier? Drinne, Mösel, Taschen, Messer, jede Menge Verwundete offenbar. Ach, das sind drudernde Süchtige. Oh, das ist hier eine Drogenhöhle. Trina, bleib stehen. Ei, du Fratz, bleib stehen. I'm telling you, they're just jealous. They shouldn't be complaining, they should be celebrating. A thief that can steal from the thieves' guild. I should be their queen. Diebesgilde, interessant. Fragen, was es damit auf sich hat. You got a brain, yeah? You understand words? It's a group of kids that steal stuff. Ain't all that complicated. At least not for smart people. Kick me out, though. All 'cause I took some stupid plate from the stash. I was just trying to show 'em I could, I swear. Sagen, dass du fasziniert bist. Wo kannst du die Diebesgilde finden? Look, they may not want me around anymore, but I'm no snitch. Wenn
wütend den Kopf schütteln, warum sollte sie immer noch loyal sein, nachdem sie sie auf die Straße gesetzt haben? Ah, wir müssen nochmal reden mit ihr. Won't expect you to understand. I got a code, you know. She fidgets and fusses, blinks at you twice, then turns away. I'm telling you, they're just jealous. You got a brain, kick me out, though. Look, they may not want me around. Yeah, you know what? You're right. What'd they ever do for me anyway? She points to the Thieves Guild's location on your map and rubs her palms together. Besides, you're bound to stir up some trouble over there. Ought to be good fun. Schön. Jetzt müssen wir irgendwo auf der Karte. Passage zur Kanalisation. Schwarze Haus. Ich dachte, wir hätten hier irgendwo... Wir haben ja doch keinen Eintrag. Ach ja, Mensch, die Kinder. Nimm mal wieder ein paar Sachen mit. Was labert die denn da ständig? Look over there. Shiny light. Do you see them? The mist steps. Each one is an echo of Lucien's dreams. Pray be his. They lead through the silver puffs and into the hall. She bows towards nothing in particular and fingers the collar of her priestly garb, then looks at you with dark, sunken eyes. Was macht man denn da mit dir? Hallo sagen und fragen, warum sie nicht in der Kathedrale ist, um am ewigen Gebet teilzunehmen. Lucien blesses me in his own way, Shadow Vale. I glide on his breath and feed on his sighs and smiles. For him, I would walk the path of blood. He needs only sing the command. I'm not like the Cat Lord, Ahulu. He slinks around and under and over and inside. He would skim the path and miss the blood. The priest raises her head and screams to the ceiling. Lucien, my wings are ready. I will flap and flit-flop when your words go blue. Ahulu does not deserve your warm. Nach dem Katzenherrn Ahulu fragen. I hear he avoids Lucien's tough maker, the path of blood. He is a defiler of Lucien's will, shine beast. The crypt waits for only divine, devout, devoted. It is not an easy make trial. Ich verstehe kein Wort, was die sagt. Bypass the blood and Lucien brings the rumble. Skyquakes across the heavens, what Lucien said. Punishment for the easy walk? The priest waves her arms through the air, drawing your attention to these non-existent skyquakes. Die unter Drogen stehende Priesterin verscheuchen, sie ist hier nicht willkommen. She traces a circle on the floor with her left foot, then shakes her head. You're stymied by the foot gesture, but the head shake is more than clear. Sie mit einem uralten Gesang beruhigen. Lucien erwartet sie in der Kathedrale. Sie muss seinem Ruf folgen. I, yes. His voice. It makes the air drops quiver. He waits there, and I will meet him. Der Hammerfeld wurde aktualisiert. Come, Fireflies. He calls. Wir haben die Kathedrale erreicht. Haben wir das? Hä? Jetzt gehen alle. Was ist denn jetzt los? Wo gehen die denn hin? Müssen wir dir jetzt nachgehen oder was ist da los? Wir müssen erst ein Ritual überleben, das sich der Weg des Blutes nennt. Wir müssen herausfinden, wie wir diesen Weg passieren können. Hä? Wie bitte? Wir wurden hinterrücks von Dämonen überfallen, die sich als gewöhnliche Bürger von Arx ausgegeben haben. Ja, die Schule ist aus. Was ist denn jetzt los hier? Ich verstehe es nicht. Die wartet jetzt auf uns hier vorne oder wieso ist da noch die Flagge? Hä? Oh, hier unten sieht sie auch aus. Da unten sehe ich noch Quellmagie. Da würde ich sagen, die Lose holt sich die. Was ist denn mit dir los hier oben? Eieiei, ich verstehe den Bahnhof, ganz ehrlich.
ganzen Quatsch lassen wir jetzt da. Den nehme ich jetzt nicht mehr mit alles. Und wir sprechen noch ganz kurz mit dem Exenbürger hier oben. Dieser Ort hat es verdient. Sie haben die Lehre selbst über sich gebracht. Okay. Was ist denn das hier unten? Ein verhexter Fratz. Was? Oh, mit dem können wir sprechen. Das ist ja schön. Mit dem verhexten Fratz sprechen wir dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.